Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Path of Titans. Heute spielen wir den EO Triceratops, der größte Ceratops-CD im Spiel. Ich freue mich da sehr drauf. Ich habe den, glaube ich, noch nie gespielt. Aber das wird, glaube ich, sehr interessant. Ich schalte jetzt aber erstmal einmal hier diese Unterarten durch. Da haben wir einmal mehr Schaden, bessere Knochenbruchheilung und Ausdauerwiederherstellung. Ich glaube, ich nehme mehr Schaden. Finde ich, glaube ich, am praktischsten. Heißt aktuell noch Trike, aber ich glaube, das ändere ich nochmal. Und zwar in Luis. Luis. Aber ich würde sagen, wir starten jetzt. Das ist der kleine Luis. Sieht der nicht süß aus? Oh, der ist ja richtig winzig. Und da sind wir auch schon gespawnt. Mitten auf dem Berg. Und wir sollen Pilze sammeln. Ja, das sollten wir eigentlich hinkriegen. Dann würde ich fast sagen, dass wir hier vorne runtergehen. Ich glaube, hier war nämlich ein Gang nach unten. Wie süß der so tibbelt, wenn er rennt. Aber hier in dem Wald finden wir doch Safe-Pilze. Da sind doch Pilze. Das sind sogar die richtigen. Sollte auch für die Mission reichen. Ich glaube, wir sollten nur 20 oder so sammeln. Das ist doch schon mal sehr gut. Und jetzt sollen wir Kiefernzapfen sammeln. Die habe ich da vorne auch schon gesehen. Sollte auch recht schnell gehen. Dann haben wir es auch schon geschafft. Und dann können wir direkt ans Wasser gehen, weil als nächstes kommen Muscheln und Schildkrötenpanzer ran. Finden wir hier bestimmt auch. Dann haben wir es mit den Missionen ja richtig schnell hier geschafft. Da hatten wir echt einen guten Ort für den Start. Ich glaube, viel mehr Missionen müssen wir gar nicht machen. Ich glaube, wir bekommen relativ viele Coins. Na, guck mal, hier ist wirklich so ein Panzer. Ich werde auch noch da vorne zu diesem ganzen Bruchholz gleich gehen. Wir sind auch schon ein Stückchen gewachsen. Und das war's schon. Echt richtig gute Mission. Nächste Mission wäre Seetang. Aber ich würde mich jetzt einmal eben hinlegen und dann gucken wir erstmal, wie weit wir überhaupt sind. Ob wir noch was sammeln müssen. Weil ich glaube, wir bekommen relativ viele Coins. 2700 ist, glaube ich, noch nicht genug. Zumindest nicht, wenn wir den Skin gleich noch anpassen wollen. Weil die Skins sind schon relativ teuer. Fähigkeiten können wir... ja, noch nicht wirklich reinschauen. Also es lohnt sich einfach noch nicht. Das gucken wir uns dann gleich an, wenn wir soweit sind, würde ich sagen. Oh, guck mal, hier sind ja voll die riesigen Wasserfälle. Da müssen wir halt jetzt irgendwie hochkommen eigentlich. Ich hoffe, da gibt es gleich einen Weg. Seetang ist ja leider auch gar nicht im Wasser. Ich glaube, ich muss eh ein bisschen außen rum gehen. Ja, das Wetter wird gerade richtig mies. Aber wir schaffen es immerhin nach oben. Das ist schon mal gut. Aber wir müssen noch höher. Aber hier ist halt auch kein Seetang. Ich hoffe einfach mal, dass dann ganz oben da im Wasser Seetang ist. Ansonsten müssen wir einfach zur nächsten Mission. So eine bergige Landschaft ist halt eigentlich nichts für so einen großen Pflanzenfresser. Es ist halt sehr schwierig, sich hier fortzubewegen. Schon hänge ich fest. Hier passen wir zum Glück durch. Ich muss mir gleich eine andere
Gegend suchen, aber ich wollte das halt gerne einmal hier erkunden, weil ich hier noch nie war. Es wird gleich auch Nacht. Ja, immerhin haben wir jetzt einen Weg hier runter gefunden. Ich hoffe mal, wir überleben das. Oh Gott. Ja, ist ein schöner Ort. Haben wir jetzt ja gesehen. Hier sind wir auch in einem sehr interessanten Gebiet. Das ist diese Salzwüste. Ich würde aber sagen, dass wir irgendwo hingehen, wo viele Pflanzen sind. Weil wir müssen ja auch irgendwann was fressen. Da macht wahrscheinlich eher so... Da sind wir gerade. Ich würde sagen, wir gehen hier hin. Ich glaube, das ist ganz gut. Oder wir gehen zum Grüntal. Ich würde sagen, wir gehen runter zum Grüntal. Also ist die Richtung schon richtig. Aber vielleicht können wir noch die ein oder andere Mission auf dem Weg erledigen. Aktuell sollen wir Salzstein sammeln. Ich weiß halt nicht, wie der aussieht. Es könnte sein, dass das dieser hier ist. Ah, tatsächlich. Okay. Das können wir natürlich schnell machen. Das ist ja eine einfache Mission. Und dann haben wir auch die Mission geschafft. Mal die letzten Sonnenstrahlen. Gleich wird's Nacht. Und in der Zeit wandern wir einfach weiter. Ich sollte meine Ausdauer vielleicht ein bisschen sparen. Es kann halt jederzeit passieren, dass irgendwie ein Fleischfresser oder so vorbeikommt. Ich konnte jetzt auch schon einige Attacken lernen. Unter anderem so ein Stampfer. Der macht dann so Schaden um uns rum. Dann können wir jetzt auch nach vorne stürmen und allem Schaden machen, was wir dabei treffen. Ich glaube, das geht so lange, bis ich es abbreche oder die Ausdauer leer ist. Ne, okay, das bricht nach einer Zeit ab. Aber es hat relativ viel Cooldown. Über eine Minute. Und dann können wir auch noch unsere Hörner anspitzen im Boden. Das hat sogar richtig lange Cooldown. Aber dann seht ihr, wir haben jetzt hier für 60 Sekunden einen Buff, dass wir mehr Schaden machen. Das heißt, vorm Kampf macht das Sinn. Und natürlich können wir auch mit den Hörnern ganz normal zuschlagen. Das ist die Standardattacke. Also ich fühle mich schon relativ gut gerade, was die Attacken angeht. Na, wir gehen jetzt hier gerade durch so einen engen Wüstencanyon. Und danach müsste eigentlich schon das grüne Tal kommen. Das ist ganz gut, weil wir müssen auch langsam was essen und trinken. Oh, hier beginnt das grüne Tal. Das ist echt schön. Vielleicht finden wir ja hier gleich auch schon was zu fressen. Aber ich will eigentlich erstmal in Richtung Wasser. Das ist hier auch schon direkt vor uns. Ich habe das Gefühl, wir werden immer langsamer, je größer ich werde. Das macht ja auch irgendwo Sinn, ne? Wir werden ja auch schwerer. Aber dann können wir hier jetzt erstmal was trinken. Und fressen finden wir hoffentlich gleich auch. Hier werden ja schon irgendwelche Büsche oder so sein. Jetzt kommt auch noch Regen dazu. Und da vorne ist was. Ich weiß nicht, was es ist. Sieht aus wie ein... Ne, ich weiß es nicht. Es könnte alles sein. Aber leider rennt er vor uns weg. Der Angst. Vielleicht können wir den in die Enge treiben da vorne. Ich würde schon gern gegen den kämpfen. Der haut halt vor uns ab. Ich springe jetzt einfach hier runter und einmal das Sprinten anmachen. Traut sich leider nicht.
Und er will nicht kämpfen. Ich habe leider jetzt schon nicht mehr so viel Ausdauer, weil ich ihm hinterher gesprintet bin. Aber ich glaube, wenn er nicht will, werde ich ihn halt auch niemals einholen. Aber ich höre hier gerade auch noch irgendwas anderes. Schade, schade. Ab. Der Regen ist weg. Ich glaube, die Sonne kommt jetzt auch schon wieder. Wird, glaube ich, wieder Tag. Und diese Büsche kann ich essen. Das ist gut. Ja, schade, dass der abhaut. Ich hätte echt gern gegen ihn gekämpft. Oh, guck mal, da vorne sind Stegos. Ich hoffe einfach mal, dass sie friedlich sind. Die drehen sich. Ich kann mich auch mal drehen. Der Freundestanz. Guck mal, wie er hoppelt. Wie süß. Den muss ich auch mal jemand spielen, den Kamtor. Der sieht echt lustig aus, wenn man den immer mit dem rumläuft. Und guck mal, da vorne ist mein Fleischfresser, der die ganze Zeit vor mir flüchtet. Ich würde ja sogar mit denen in eine Gruppe gehen, aber ich habe einen Skill gelernt, der mich verstärkt, wenn ich alleine bin. Deswegen würde ich halt gerne alleine rumlaufen. Oder alleine in einer Gruppe bleiben. Ich häute mich übrigens gerade. Seht ihr schon so ein bisschen an der roten Farbe da oben bei meinem Nackenschild? Na, der Skin wird jetzt so nach und nach rauskommen. Dann zeige ich euch den, wenn er fertig ist. Der Skin ist cool, oder? Gefällt mir richtig gut. Wir müssen hier eigentlich gleich irgendwo das Wasser überqueren. Bin mir aber noch nicht sicher, an welcher Stelle ich das machen will. Aber ich meine, hier ist ja nicht so eine lange Strecke, die ich schwimmen muss. Wird schon passen. Ich hoffe einfach mal, dass hier gerade nichts im Wasser ist, was mich angreift. Das sieht aber gut aus. So, trinken ist jetzt auch wirklich dringlich. Aber hier sollte Süßwasser sein. Ich hoffe einfach mal, dass hier keine Crocs oder so drin schwimmen. Weil hier ist halt immer sau viel los. Man hört ja auch schon Geräusche. Und da wird, glaube ich, gerade ein Stego von einem Raptor angegriffen. Ich habe leider auch keine Pounce Protection. Ich habe keine Ahnung, wie ich gegen Raptoren kämpfen müsste. Aber ich mische mich da einfach mal nicht ein, oder? Na doch, ich helfe dem. Der tut mir leid. Mehr Raptoren. Bleib bei mir. Hinter uns kommen auch noch Raptoren.
glaube, der will in den Wald rein. Oh, da kommt noch was Großes. Ein Deinokairus. Keine Ahnung, ob der böse ist. Oh, der stirbt, der Stego. Ist ins Wasser geflogen. Ich habe ihn erwischt. Ich glaube, der Deinokairus wollte auch noch helfen. Sein Mate ist down. Der muss sich healen, der Stego. Oh, der hat sich ausgelockt. Okay. Dann können wir gehen. Na gut. Schade, schade. Aber wir haben ihn gerettet. Er ist nicht gestorben. Das ist schon mal gar nicht schlecht. Guck mal, der will mich auch, der kleine Raptor. Komm her. Na, trauen tut er sich auch nicht so richtig. Jetzt sind es schon zwei. Na, ich blute halt jetzt ein bisschen. Ah, der hilft mir sogar. Oh, das ist der nächste Raptor. Ich weiß gar nicht, was ich dagegen am besten mache. Ist halt schwierig, ne? Gegen die zu kämpfen als so großer. Ich habe zum Glück viel Tankiness. Ich glaube, ich kann die fast one-shotten. Diese fiesen Raptoren. Ich glaube, alle kämpfen hier verbündet gegen die Raptoren. Ah, ich habe einen erwischt. Ich versuche, ihm mal zu helfen. Fiesen Raptoren, ey. Ich hab ihn. Konkavenator. Okay. Will er gegen mich kämpfen? Ist ein bisschen klein, oder? Um mich anzugreifen. Ich weiß gar nicht, ob der auch pouncen kann. Ich denke aber nicht. Ich glaube, der will mich halt echt bekämpfen. Wird halt schwierig für ihn. Schönen Stomp abbekommen hat er.
Hast du Angst? Hat Schaden bekommen. Schade, da will ich kämpfen. Er kommt, glaube ich, sogar. Aber dann will ich ein bisschen weiter weg vom Wasser kämpfen. Sonst kann er jedes Mal ins Wasser flüchten vor mir. Wenn er kämpfen will, dann soll er zu mir kommen. Ich würde sehr gerne kämpfen. Oh, sie kommen. Aber sie kommen zu zweit. Und ich habe meinen Buff nicht. Das ist schlecht. Jetzt traust du dich auf einmal, ne? Hast deinen großen Bruder geholt, wa? Ich habe keine Ahnung, ob ich die besiegen kann. Ich glaube, das wird schwierig. Vor allem ohne meinen Buff. Ist jetzt ein Problem. Oh, da kommt noch was. Muss ich echt aufpassen. Jetzt kommt auch noch ein Croc. Ah, das hilft mir. Sehr gut. Immer schön auf den Kopf zielen. Er ist schon sehr low. Okay, den Spino haben wir. Sehr gut. Das Croc war eine gute Ablenkung. Da vorne ist der Sucho jetzt noch. Ich glaube, der hat das Croc erlegt. Ja, jetzt rennt sie wieder weg, ne? Ist der große Bruder down? Hast du keine Chance mehr, wa? Und keine Lust. Leider meine Ausdauer jetzt verbraucht. Das war nicht so smart. Hüpp, mein kleiner Kroko-Freund. Das ist mir wirklich sehr geholfen gerade. Gott, was geht denn da unten ab? Hier ist ja das Mega-Gemetzel. Oh, von hinten kommt noch was. Ich glaube, es ist Kampf Ceratus gegen Suchus oder so. Oh, krass.
krass, wie die sich da angreifen. Das ist ja verrückt. Da wird es bald Tote geben. Ich glaube, das sieht nicht gut aus für die Ceratos. Ich glaube, die Suchus gewinnen. Aber ich mische mich da nicht ein. Das sollen die unter sich ausmachen? Ich guck mir das Spektakel nur an. Ihr geht weg von mir. Lass mich da raus. Oh, guck mal, was ich gefunden habe. Habe ich den wohl mal gefinisht? Ausruhen ist nämlich hier nicht. Ich greife euch nicht an, ihr seid die Sieger. Ist dein Sieger mal. Du hast es dir verdient. Vielleicht habe ich mich eingemischt. Hast aber nicht mitbekommen. Nur ein ganz bisschen habe ich gemacht. Nur den letzten Schlag. Soll ich dem Rex mal helfen oder was das ist? Ich hab ja irgendwie was gegen Suchus gerade, muss ich sagen. Aber ich hätte auch Lust, ihn anzugreifen, sage ich euch ehrlich. Jetzt werde ich in die Mangel genommen. Mein kleiner Kumpel hilft mir. Hol ihn dir. Jawohl. Nein, pass auf dich auf. Oh nein. Ey, diese fiesen Suchus. Ich komm nicht hin. Halt durch. Nein, mein Kumpel ist tot. Also was Ärgerliches. Ja, da rennst du, ne? Ich würde ja gerne meinen Kumpel rächen, aber ich glaube, die sind zu flink. Was sind das für eine eigentlich? Ist das ein Alioramus? Ich glaube schon, oder?
kommt irgendwas anderes noch. Oha. Bist du auch der Kumpel von denen? Oh, der kann mich schubsen. Ja, krass. Okay, das ist natürlich schlecht. Das ist ganz schlecht. Oh, Mist. Das wusste ich nicht. Ach, schade. Aber ein cooler Fight. Hat er gut gemacht mit dem Runterschubsen. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, weiß ich nächstes Mal Bescheid. Also muss ich ein bisschen weiter nach vorne gehen. Der EO Triceratops hat mir aber richtig viel Spaß gemacht, muss ich sagen. Ich hoffe, ihr hattet mindestens genauso viel Spaß. Falls ja, lasst es mich mit Like wissen. Das würde mich sehr unterstützen. Und schreibt auch gerne mal in die Kommentare, welchen Dinosaurier ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.